Ja, das war ein Ding. Erster Torschuss und gleich drin. Hannover 96 führt mit 1:0. Szabolcs Szusty mit einem Freistoßtreffer. Hier ist es fast vom 16-Meter-Raumeck. Rensing fliegt vergeblich. Der passt genau neben den Pfosten, aber so richtig glücklich und gut sieht Michael Rensing da nicht aus. Den Ball hat Szusty aber nichtsdestotrotz über die kurze Bayern-Mauer hinweg. Klasse ins Eck gezwirbelt. Drittes Saisontor für den Ungarn. Der traf ja schon per Doppelpack gegen Gladbach. Da hat er sogar noch einen Elfmeter verschossen in diesem Spiel. Es war die allererste Torchance für Hannover 96 überhaupt.